So läuft das ab. Horace trifft sich mit Prinz, bringt einen Teil des Lösegelds mit und sagt, dass der Rest bald folgt. Wenn wir den Weisen sehen, kommst du mit dem Rest des Goldes, tauschst es ein und haust ab. Und ich beobachte dich dabei. Nein, Kenway, spiel diese Intrige allein und riskiere das Vertrauen deiner Crew. Es macht mich krank, dass du mit diesem Sklavenhändler verhandelst. Komm schon, Mann. Wenn wir den Weisen haben, sind wir alle reich. Nicht, wenn Master Kid ihn zuerst erreicht. Kid? Mein Gott. Der Knabe will ihn töten. Edward! Was zum Teufel machst du hier? Ich folge diesen Männern zum Weisen. Kannst du dich beherrschen, bis er erscheint? Der Weise ist... Und damit recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed 4. Ich halte meine Klinge im Zaum, aber nicht für lang. Ich habe einfach wieder die Mission direkt gestartet. Das jetzt gerade... cool aus. So. Ja, die Ubisoft-Server haben heute ein paar Probleme. Zum Beispiel diese Aufnahme, selbst Uplay ist ein bisschen down, würde ich mal behaupten. Na, viele kommen gar nicht zum Spielen von Watch Dogs. Ja, die Folge ist letzte Woche Montag, Dienstag aufgenommen zum Release. Achso. 5 Schützen töten, war das richtig? 4 Schützen, 5... Wie lange ist unser letztes Treffen schon her, Senor Prim? Ein Jahr? Eher 18 Monate. Von diesem Roberts hörte ich zum ersten Mal im November 1715. Dreh dich nicht um. Aber ich beneide sie nicht. Sind Frontkämpfer gegen die Maroons. Gott steh ihnen bei. Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ah, sieh. Seitdem hat sich vieles verändert. Niemand nennt Scheiße. Den Gouverneur zum Beispiel. Ich gab den Posten letztes Jahr auf. Das war mir unbekannt. Sehr viele Kirchen in Kingston. Haben die Engländer jetzt begonnen, ihre Sklaven zum Glauben zu bekehren? Bekehren? Gott weiß, Torres. Niemand hier könnte so töricht sein. Töricht? Wie meint ihr das? Wäre es nicht Sünde, einen Christen zu versklaven? Ich wollte eigentlich gerade was anderes machen, wenn er nicht immer den Schornstein hochklettern würde. Kann man auch gleich seine Ich hab nämlich gleich 2. Doch wie weit ist es noch? Wir sind schon bald da. So. Oh fuck. Das wird jetzt schwierig. Oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist, oh Mist. Bleib an deinem Platz, Sklave! Und stell dich deiner Strafe wie ein Mann! Jetzt soll ich ein Mann sein, wo ihr genau das 30 Jahre lang bestritten habt? Ich finde das abstoßend, Prinz. Ich glaube, alle denkenden und fühlenden Menschen verdienen Respekt und Perspektive. Euer Kontakt zu den Mohren hat euer Blut verdünnt und die Herzen verweichlicht. Es bedeutet nichts, dass ich an die natürliche Gleichheit aller Rassen und Geschlechter glaube. Sicher sollten Männer mit Talent und Verstand stets führen. So. Doch mit der Praxis der Sklaverei wird kein... Ja, das Notenplatz ist mir gerade schissen egal. Damit Geld. Sieh. Doch langfristig macht uns das zu Opfern unseres eigenen Erfolges. Ah, doch ihr und ich, Sir. Alt wie wir sind. Oh fuck. So, dann hätten wir das. Fehlt noch ein Scharfschütze. Sehr schön. War es ein Scharfschütze oder war es jetzt... Ja, Scharfschütze war es. Einfach ein bisschen aufgeräumt. Da oben ist ein Scharfschütze auf dem Dach. Dann werde ich über das Dach gehen. Markieren wir sie alle nochmal. Sehr schön. Das ist ja praktisch gewesen gerade. Dann habe ich die volle Synchronisation erreicht. Mach die Augen auf, Bursche!
Bleib hier oben liegen. Bleib bitte hier oben liegen. Bleib hier oben liegen. Bleib hier oben liegen. Danke, 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 danke. Das ist mir auch schon mal öfters passiert, dass die Leichen dann runterrutscht, genau vor die Füße von den Typen. Das ist nicht so schön. Das kann ich euch sagen. Wenn sonst nicht. Anstand! Torres, ich vergeude meinen Tag nicht damit, über Sklaven und ihre armseligen Leben zu reden. Lasst uns unser Geschäft abschließen und dann gemeinsam als Freunde feiern. So. Wehe, du kommst mir zu nah. Belauschen! Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Alter. Sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Oh Mann. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig. Oh Gott, war das knapp. Gott sei Dank haben die Typen hier gestanden. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das habe ich ja nie gesehen, dass es hier durchgeht. Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld ein. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Oh, 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 komm, komm, komm. Kit ist auch da. Kit ist links da drinne. Ich werde des Laufens müde. Sind wir bald da? Ja, gleich hier. Wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen. Ich traue den Templern nicht mehr, als ihr mir traut. Okay. Nun hätte ich gewusst, wie sprunghaft ihr seid. Ich hätte euch Blumen mitgebracht. Ach, warum tue ich mir das an? Wegen des Geldes, schätze ich. Wegen des vielen, vielen Geldes. Geld, Geld, Geld. Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres. Nicht allein, aber sicher ohne Begleitung. Ich reiste an Bord einer britischen Handelsbrig. Ah. Wieso? Hä? Müsstet ihr mir das erklären? Ja, hoffentlich habe ich die volle Synchronisation. Ja, die habe ich, Gott sei Dank. Alter, was war das denn gerade? Müsst ihr mich verarschen, Spiel? Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Ja, er hat den Pfeil in den Wagen gejagt und nicht auf den Typen. Aber warum Ziel verloren? Ich hätte weiter nach links gehen müssen, oder wie? Oder eine ganz andere Art und Weise, die ich gar nicht gedacht habe. Über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sie. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Ach, Mann, ey. Das ärgert mich natürlich. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama. Hätte. Der eine geht weiter, der andere bleibt stehen, ey. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Mann, war das gerade ärgerlich. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch
profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rüstung. Da steckt das richtige Geld drin. Gekauft ist viel erfreulicher als erkämpfte. Ja, langsam nervt mich das, ganz ehrlich. Was ist denn das? Ich töte den einen und pfeife den einen Typen an. Aber nein, warum unten die Wachen, die unter der Mauer stehen, an, ey. Mann, ey, das nervt. Wieso, Spiel? Kannst du nicht einfach den Typen anlocken? Nein, da lockst du gleich alle an. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Boah, jetzt dürfen wir nochmal hier hin, ey. Sie. Ich bin einer von vielen. Und wieder verkackt. Ey, in dem Moment, wo ich zum Attentat ansetze, dreht er sich um. Was will denn das Spiel gerade von mir? Ganz ehrlich, es ging doch so gut beim ersten Mal. Aber nein, jetzt... Nein, in dem Moment muss ich einen umdrehen. Da lockt es mehr Leute an, als es anlocken soll. Kann es sich mal einigen? Krieg ich gerade einen Hals. Stimmen die Geschichten über euch, Senor? Ihr wart der Gouverneur von Florida? Sieh. Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Jetzt hat der Typ nicht mal uns den Rücken zugedreht. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Eben steht der immer mit dem Rücken zu dem Feld und jetzt urplötzlich meint er mit dem Kopf zu uns zu stehen. Ey, das ist doch gerade Verarsche, ganz ehrlich. Was soll denn der Mist? Wieso macht denn das Spiel sowas? Einmal dreht's dem Rücken zu, dann lockt es viel mehr Leute an als... Mann. Ihr wart der Gouverneur von Florida. Das ist vielleicht nervig. Jetzt hat er mir den Rücken zugedreht. Sieh. Hä? Ich bin einer von vielen Staatsdienern meiner Familie. Eine lange Reihe von Politikern. Das ist ja mal ganz merkwürdig alles hier. Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Mann, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Markierst du die beiden mal? Alter, willst du mich verarschen? Ich habe oft mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen. Doch ich denke, dafür habe ich viel zu viel Geld und viel zu wenig Zeit. Politik und viel Geld ist doch gut. Apropos Geschichten, Prinz. Man erzählt sich, ihr wart bei Henry Morgans Überfall auf Panama dabei. 1671, korrekt? Oh, das stimmt, ja. Doch lasst uns die Ehre, die auf dem Schlachtfeld errungen wird, nicht überbewerten. Dieses Scharmützel war verlustreich und eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Erst viele Jahre später hängte ich das Schwert an den Nagel, um mich einem sicheren und doch profitableren Unterfangen zu widmen. Kapital und Rohstoffe. Da steckt das richtige Geld drin. Und Senor, ich sage euch, gekaufte Ehre ist viel erfreulicher als erkämpfte. Wenn auch nicht so nachhaltig. Ja, das Gespräch belauschen. Und jetzt weiter? Ihr sagt, ihr kamt alleine, Torres? Danke. Endlich, ey. Es ist soweit. Nein. Nicht bis wir den Weisen sehen. Hier ist ein ruhiger Ort. Ich will das Geld sehen. Es ist nur ein Vorschuss auf das Lösegeld. Der Rest kommt in Kürze. Es schmerzt mich, einen Mann meiner eigenen Rasse zu verkaufen, Senor Torres. Sag mir bitte, was hat dieser Roberts getan, um euch zu verärgern? Ist das Ausdruck protestantischer Pietät, mit der ich nicht vertraut bin? Vielleicht ein andermal. Was? Nächstes Mal. Sorgt dafür, dass man euch nicht folgt. Erledigt das! Ja, erledigt das. Endlich hat es funktioniert, ey. Aber dass es eben nicht ausgelöst hat. Ich war doch da in der Nähe. Du hast es versaut, Kenway. Für die gute Sache.
Lass mich durch. Och, Kenway. Auf Wiedersehen. War eins zu viel. Kit fang? Kit, nein! Jim, halt! Diesmal nicht, Kenway. Komm her. Komm schon, Mann. Lass uns das gemeinsam machen. Mist. Du hattest deine Chance. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, komm, komm. Komm her, Kit. Böser Kit. Tu es nicht, Kit! Warte! Jim, halt! Du bist aus dem Falschen angerempelt, du Idiot. Hilfe! Wachen! Wachen zu mir! Och, danke. Alte Schabracke, nimm deine Drecksfinger von mir! Du darfst diese Männer nicht töten, Kit. Nicht, bis ich den Weisen habe. Ich habe das Schwein eine Woche lang verfolgt, rund um die Uhr. Hier finde ich nicht eines, sondern zwei meiner Ziele und du beraubst mich beider. Hab Geduld, Mann. Du kriegst sie schon. Wenn ich den Weisen finde, hilfst du mir bei Prinz. Verstanden? Verstanden. Oh, Mission beendet. Der Handlungsreisende. Oh, 5 Minuten hätten wir uns sparen können bei der Mission. Oh, oh nein. Spiel sagt nö. Mann, 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 Mann. Oh, war das nervig. Aber extrem. Jetzt dann wir erstmal hier hoch. Ich habe gesagt, hochklettern. Hä? Wieso klettert der denn hier nicht hoch? Ey. Manchmal stehe ich ihn nicht, echt nicht. Sonst klettert er an allen Fenstern hoch, aber das Fenster nimmt er nicht. Aber die Tür klettert da hoch. Ich bin gerade ein wenig erregt wegen dem Spiel. Tut mir leid. Aber ich fühle mich gerade ein wenig dezent verarscht. Wenn wir da oben sowieso sind, könnte ich ja das auch gleich mitnehmen. So, dann nehmen wir erstmal das mit, wo wir wieder runterfallen. Aber nein, da kommt man natürlich nicht hoch, muss man hier hoch. Aber das Fenster kommt da einfach nicht hoch. Das Fenster kann ja nicht hochklettern, wie Bescheid. Ja, das kann er hochklettern. Seine ganzen Vorfahren konnten an Fenstern hochklettern. Genau, sein Nachfahre. Nachfahren. Da sind Bretter. Da könntest du dazwischen greifen. Jetzt kritisiere ich gerade die ganze Zeit das Spiel. Sehr schön. Und hinunter. Synchronisieren. So. Hätten wir auch diesen Punkt synchronisiert. Sammeln machen wir einfach mal eine Folge komplett dann hier in New Kingston. So. Hier gibt es sogar 2 Lagerhäuser. Cool. Weil wir gehen erstmal hier unten in den Laden, füllen unsere Rauchbomben auf, die ich einfach mal verbrettert habe, aber wortwörtlich. Danke. So. Brauche ich nicht. Ich brauche nur Rauchbomben. Die können ja nie schaden. Excellent. Merci. So, aber die Folge ist jetzt vorbei. Wir haben nie eine Mission gemacht. Es tut mir furchtbar leid, aber ich will die Folge kürzer machen, weil die letzte so lang war. Und ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht hat es euch ja gefallen, wie ich ausgerastet bin. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zu der nächsten Mission, die da oben auf dem Hügel auf uns wartet. Tschüss, hat rein, euer Heinzelmann. Ciao.